Die Figur des Mannes in der Krise hat also ist eine historische Figur. Also in meiner Dissertation analysiere ich eben auch Heinrich von Kleist Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit Aufkommen des Kapitalismus haben wir da auch schon eine Krise der bürgerlichen oder der gerade entstehenden bürgerlichen Männlichkeit und so weiter. Also das ist wichtig zu verstehen, dass dieser ganze Diskurs und auch die um den Mann in der Krise und die Figur eine ganz, ganz lange Geschichte hat. Was mich in meiner Dissertation interessiert hat, war tatsächlich der Diskurs um die Jahrtausendwende, also um 2000 rum, weil zu diesem Zeitpunkt die Diskussion um den weißen Mittelschichtsmann, der sich ungeliebt fühlt, der aufgrund der mangelnden Liebe, die ihm insbesondere von seiner Mutter und auch von weiteren Frauen, denen er in seinem Leben begegnen wird, entgegengebracht wird, in die Depression gestürzt wird und in die Wut. Und diese Figur hat mich deswegen interessiert, weil ich bin ihr zum ersten Mal bewusst in dem Film Fight Club von David Fincher begegnet. Und ich saß in dem Kinofilm und dachte so, was ist denn jetzt kaputt? Also wie kommen weiße Mittelschichtsmänner, die in einem Angestelltenverhältnis sind, dazu, sich als Opfer Nummer 1 zu stilisieren. In völliger Ignoranz der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, in völliger Ignoranz der eigenen Machtausübung. Und das hat mich dann interessiert, weil ich dachte, wie kommt man dazu? Also was sind eigentlich so die Faktoren einer kollektiven Selbstwahrnehmung von der privilegiertesten Gruppe, die wir in der Bevölkerung haben, nämlich den weißen heterosexuellen Mittelschichtsmann, nur noch getoppt vom weißen heterosexuellen Oberschichtsmann. Wie kommt er dazu, sich als ohnmächtig und eben auch als kläglich und als verlassen und vernachlässigt zu stilisieren? Genau, und das ist auch die Frage, die uns interessiert. Sie haben gerade schon gesprochen, also es geht um bürgerliche Männlichkeit, es geht um den weißen mittelständigen Mann. Und Depression war jetzt auch schon ein Stichwort, der sozusagen sich in Depressionen befindet und sich als Opfer der Umstände begreift. Also sozusagen, meine Depression ist ein gesellschaftliches Problem. Und das wird ja zum Beispiel in dem Roman von Welbeck, die Ausweitung der Kampfzone, werden die gesellschaftlichen Missstände kurz irgendwie so zusammengefasst, dass die 68er-Bewegung zu einer Liberalisierung der Partnerinnenwahl geführt hat und dass deswegen jetzt Sex genau wie Geld liberalen Marktgesetzen unterworfen sind. Und daran haben eben vor allen Dingen die Männer zu leiden. So, das ist das, was ich da gelesen habe als sozusagen Welt- oder Gesellschaftsbild. Und was ich mich gefragt habe, auf welche Umstände reagiert das denn, aber was steht dem eigentlich tatsächlich gegenüber? Also ich denke, dass hier auf die Kapitalisierung der persönlichen Verhältnisse reagiert wird. Man könnte es auch mit dem Schlagwort Neoliberalismus umschreiben. Das, was auch Houellebecq in seinen Romanen beschreibt, ist ja eine krassierende Sinnlosigkeit. Diese Männerfiguren bewegen sich relativ gewandt im Regelwerk. Sie behalten ihre Jobs, sie sind irgendwelche IT-Ingenieure, die eben abends allein vor der Glotze sitzen oder am Wochenende sich irgendwelche Tennismatche angucken, ebenfalls im Fernsehen. Das beschreibt ja einfach, dass obwohl sie sich an das Regelwerk halten, obwohl sie eigentlich ganz normal und durchschnittlich sind, dass sie aus ihrem Leben und aus diesem Regelwerk eben keinen Sinn mehr extrahieren können. Also sie sehen sich einer großen Sinnlosigkeit ausgesetzt. Und das reagiert auf eine Kapitalisierung der persönlichen Verhältnisse, die dann eben auch den weißen Mittelschichtsmann ergriffen hat, dahingehend, dass auch er jetzt mit einem sexuellen Kapital um Frauen werben soll. Also die Tatsache, dass er Mann ist und dass er eigentlich auch einigermaßen bei Gesundheit ist und einigermaßen bei Verstand und auch jetzt nicht völlig körperlich desolat, dass das nicht mehr reicht, sondern dass jetzt natürlich mit der Neoliberalisierung der Verhältnisse
es ja auch in den Trend kam, dass Männer eben auch sich modisch kleiden sollen. Dann das ganze Fitnessprogramm richtet sich ab den 90er Jahren keineswegs mehr allein auf den Frauenkörper, sondern auch der Männerkörper muss fit gemacht werden, muss trainiert werden. Und all das verweigern die Figuren, die in den Roman von Michel Houellebecq gezeichnet werden. Und ich denke, dass genau diese Verweigerungshaltung gegenüber den neoliberalen neuen Anforderungen, diese Verweigerung hat auch die Popularität dieser Romane ausgemacht. Das hat mich eben auch fasziniert, wie eigentlich so eine Erzählung, die ja offensichtlich nicht soziologisch haltbar ist, warum die so verfängt. Also warum ist das so attraktiv, sich mit diesen Figuren zu beschäftigen? Und ich denke, dass der Schmerz, der auch in diesen Romanen beschrieben wird und über den ich mich auch überhaupt nicht, also über gar nicht erheben möchte, nämlich diese krasse Sinnlosigkeit und dieser Fitnesswahn und die Ausbeutung auch des weißen Mannes und natürlich allen anderen, alle anderen Personengruppen zuvor, das beschreiben diese Romane und darauf reagieren sie. Und darauf reagiert auch der weiße Mittelschichtsdiskurs vom Mann in der Krise. Nun spielt ja das Geschlechterverhältnis in dieser eine besondere Rolle. Es führt ja nicht dazu, dass es eine Kapitalismuskritik gibt, die irgendwie alle in den Blick nimmt oder eine Gesellschaftskritik, sondern die Frau darin auch auf eine bestimmte Art und Weise einordnet. Ich habe den Roman von Houellebecq vor längerer Zeit gelesen, aber habe mir jetzt nochmal den Film angeguckt und es gibt sozusagen in dem Film kein Austausch auf Augenhöhe zwischen den beiden Geschlechtern. Abgesehen davon, dass es auch überhaupt nichts anderes gibt, gibt es aber zwischen Mann und Frau, sie werden nicht gezeigt als Subjekte, die sich begegnen oder Personen, die sich begegnen, sondern wenn überhaupt objekthaft. Können Sie noch mal darlegen, wie das Geschlechterverhältnis sozusagen in dieser Gesellschaftssicht sich darstellt? Aus dieser Perspektive werden Frauen ganz klar als Objekte gesehen. Sie sind Sexobjekte, die eben dem Vergnügen und aber mehr noch der Aufwertung, der Statusaufwertung des Mannes dienen sollen. Und da wir es ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, einfach mit so total unscheinbaren Männern zu tun haben, sind die natürlich besonders darauf angewiesen, dass sie mit einer schicken Frau so tun könnten, als seien sie wer. Das heißt, es ist ein ganz patriarchales Bild, das selbstverständlich von der Dominanz, patriarchalen Dominanz der Männer ausgeht, die von der Rollenzuschreibung ausgeht, dass der Mann eben, sollte er nicht dominant sein können, dann eben nichts wert ist, dann eben im Kläglichen versinkt. Und die Frau, die eben ihrer Rolle als Sexobjekt nicht nachkommt, die den Mann nicht anlächelt, die ihn nicht in der Welt versichert, oder die Frau, die eben ihre mütterlichen Pflichten, das ist ja die zweite Frauenfigur, die im Roman Michel Houellebecqs eine große Rolle spielt, also die Mutter, die nicht liebt, sondern stattdessen ihrem Begehren folgt. Das sind ganz, ganz traditionelle, auch sehr biedere Ideen vom Geschlechterverhältnis, die aber insofern auch interessant sind, als dass genau in dieses biedere, traditionelle, der Mann steht oben oder der Mann liegt oben und die Frau unten und muss ihm eben in der Welt versichern, dass in dieses Verhältnis immer Gewalt eingeschrieben wird oder eingeschrieben ist und eingeschrieben wird. Und das hat auch für mich die Romane von Michel Houellebecq auch interessant gemacht, weil er eben diese Gewalt, diese Gewalttätigkeit auch ausstellt. Und insofern finde ich, haben diese Romane auch einen gewissen Aufklärungswert, nicht weil der Erzähler, weil die Figuren oder der Erzähler in irgendeiner Weise progressiv wäre oder gar sympathisch, sondern weil sie das Gewaltverhältnis ausstellen. Natürlich dann solche Filme wie Fight Club, die ja zeitgleich erschienen sind und die noch sehr viel kritischer, was dominante Männlichkeit angeht, die das ja dann wirklich durchdeklinieren, wie eben der weiße, depressive, weil sich degradiert sehende Mittelschichtsmann dann eben zum Nazi wird. Ja, auch eine Entwicklung, die wir jetzt heute ja ganz gut sehen können. Auch diese Filme arbeiten genau, oder auch Fight Club arbeiten natürlich genau dieses Gewaltverhältnis raus. Ich würde sagen, Michel Houellebecqs Romane sind restaurativ, also sie bestätigen den Mann in seinem Dominanzbegehren. Hingegen so ein Film wie Fight Club dekonstruiert das, also verwahrt sich gegen diese oder distanziert sich gegen den Anspruch von Männern, Gewalt ausüben
zu dürfen. Die Krise ist ja, gehört ja nicht nur inhaltlich, sondern auch das als, hier gibt es ein akutes Moment zur Inszenierung, denn eigentlich ist es ja gar, also es gibt ja eine große Kontinuität in dieser Herabsetzung und Abwehr des Weiblichen. Also gibt es eigentlich nur eine Krise? Naja, also ich meine, es gibt natürlich, also Gesellschaften setzen sich ja aus verschiedenen Diskursen zusammen. Und da haben wir eben zum einen tatsächlich die Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Ja, wir haben die Entwicklung, die beginnt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Und das spürt natürlich ein kleiner Mittelschichtsmann. Ja, da ist er, oder er ist ja Teil der Degradierung, der ökonomischen Degradierung. Er ist auch Teil der Degradierung, dass nicht schöne Menschen, also die im konventionellen Sinne nicht als schön gelten, in einem neoliberalen Regime abgewertet werden, und zwar im Alltag ständig abgewertet werden. Und er eben dann nicht die Kompensationsstrategien Geld, Auto, Frau hat. Insofern finde ich schon, dass es einen Anlass für eine Krisenhaftigkeit gibt. Er ist ja auch nicht mehr in der Lage, so, über Beziehung, über er kann ja selber auch nicht lieben. Und er kann ja auch selber keine Freundschaften aufbauen. Also aus welcher Quelle soll er sich denn überhaupt noch nähren? Und das führt natürlich auch in eine Krise. Gleichzeitig haben wir auf einer rhetorischen Ebene den Aufstieg der Frauen. Es ist mir wichtig, dass wir das, ich würde das wirklich vor allem als rhetorischen Aufstieg sehen. Denn die Machtverhältnisse haben sich eben schon etwas verändert, schon etwas verbessert, aber eben graduell und nicht prinzipiell. Aber auf der symbolischen Ebene auf einmal ist die emanzipierte, sexy Frau viel mehr wert als er. Und das kann er natürlich nicht verarbeiten innerhalb dieser Form von Männlichkeit. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass seit dem Millennium es durchaus auch neue Männerbilder in die mediale Öffentlichkeit gespült wurden. Der aktive Vater kam dann später, etwas später, ein paar Jahre später. Ja, also der Mann, der tatsächlich so eine soziale Kompetenz hat, auch sich seinen Kindern zu widmen und das auch auf eine anständige Art und Weise tut. Das wurde ja extrem gefeiert. Da kommt natürlich so ein emotional zurückgebliebener, nur auf Dominanz ausgerichteter kleiner Mann nicht hinterher. Also das stürzt ihn dann auch wieder in die Krise. Insofern würde ich sagen, ja, auf einer symbolischen Ebene, auf einer Selbstversicherungsebene gibt es eine Krise, aber wir dürfen das eben nicht gleichsetzen mit einer Beschreibung der de facto Machtverhältnisse, weil die erzählen, dass Frauen nach wie vor massiver sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Stichpunkt Hashtag Aufschrei, Stichpunkt MeToo. Und auch jetzt die massiven Wahlerfolge von einer extrem gewalttätigen und gewaltbereiten Männlichkeit, siehe Trump, siehe Putin, siehe Erdogan, siehe Gauck, siehe ehemaliger Verfassungschef, siehe Herr Seehofer, erzählt ja auch, dass genau diese dominante Männlichkeit jetzt gerade wieder auf einen extremen Resonanzraum, positiven Resonanzraum stößt. Sie haben gerade gesprochen von dem rhetorischen Aufstieg der Frauen. Vor allem, es ist nicht nur, das ist falsch, aber vor allem rhetorischen. Es ist auch interessant zu sehen, wie sozusagen in Welbecks Roman, was das Bild der Feministin ist. Es geht oft um die 68er und es wird oft irgendwie Feministinnen dargestellt, eben wie Sie eben gerade sagten, als sexy, erfolgreiche Frau. Oder dann in diesem Elementar-Teilchen-Film, da sagt in der Verfilmung Martina Gedick zu dem Protagonisten, erzählt so eine Geschichte, woraus dann erkenntlich wird, dass Feministinnen eigentlich frustrierte Frauen sind, die sich dann doch irgendwie in irgendwie so eine Art Mutterfigur verwandeln und genau das nicht sind, was sie sein wollen. Gibt es irgendeine emanzipatorische Aussicht? Ach ja, klar. Also ich meine, Sie haben jetzt viele verschiedene Aspekte angesprochen, vielleicht der Reihe nach. Also zum einen, warum spielen jetzt in den Romanen von Michelle Houellebecq die 68er so eine große Rolle? Das erklärt sich ganz klar biografisch. Seine Mutter kam aus den 68ern und offensichtlich war das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter sehr schlecht.
Und er hat sich vernachlässigt gesehen oder wurde auch vernachlässigt, wie auch immer. Aber in seinem Selbstverständnis hat sie eben ihre Mutterrolle nicht ausgefüllt und hat eben dem Ideal der Selbstverwirklichung der Frau aller 68 angehangen. Das erklärt die große Präsenz und den Hass auf den Feminismus aller 68. In dem Diskurs heute von dominanter Männlichkeit, von Retraditionalisierung von Familie spielt ja 68 als Hassfigur eigentlich keine Rolle oder keine wichtige Rolle. Was aber absolut zu beobachten ist, ist, dass wenn wir jetzt mal auf die Rechtsradikalen sehen, etwa auch auf den Attentäter jetzt in Halle und seine Begründungsmuster für seinen Morden, da spielt Antisemitismus und Feminismus bzw. Antifeminismus eine gleichberechtigte Rolle. Und das ist tatsächlich ein Muster, das wir überall finden. Das finden wir auch bei dem norwegischen Massenmörder Breivik, der eben sich gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes ausspricht, also extrem islamophob ist, homophob ist, antisemitisch und Feminismus, ja, und diese vier Elemente gehören ganz klar als Paket zusammen. Und das und die Abwertung von diesen vier Bevölkerungsgruppen ist die Grundlage dafür, dass sich der Weiße sich als europäisch lesende christliche Heteroman als die überlegene Rasse stilisieren kann. Und das kann man jetzt natürlich sagen, gut, das ist natürlich extrem, ja, das ist es auch. Aber wichtig ist es eben zu begreifen, dass wir ja auch in der demokratisch orientierten sogenannten Mitte der Gesellschaft einen ganz starken Antifeminismus haben. Feminismus wird als Befreiungsbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung tatsächlich umzusetzen, überhaupt nicht ernst genommen. Feminismus wird überhaupt nicht akzeptiert als Arbeit an der Demokratie. Und das finden wir in der Süddeutschen genauso wie in der FAZ, genauso wie in den öffentlich-rechtlichen, also in sogenannten Qualitätsmedien. Ja, Feminismus kann man machen, ist eine Meinung, wenn du dich mit, ja mein Gott, wenn du meinst, du müsstest Feministin sein, sei es doch. Aber es ist keine Aufgabe der Gesellschaft, tatsächlich die Gleichberechtigung herzustellen und schon gar nicht von weißen Mittelschichtsmännern oder Oberschichtsmännern, die sich an dem Prozess der Gleichberechtigung aktiv zu beteiligen. Und wenn wir jetzt einfach nur bei der Feminismusgeschichte bleiben, dann bildet dieser Antifeminismus, der natürlich moderater ist, der sich aber in der Mitte der Gesellschaft wiederfindet, eine Brücke zu dem radikalen, mörderischen, also tatsächlich mörderischen, tödlichen Antifeminismus, den wir bei den Rechtsextremen finden. Sie hatten es schon angesprochen, es gibt keine Debatte über Feminismus und Gleichstellungsbemühungen oder eben Feminismus auch als eine Praxis und ein Denken und ein Themensetzen, was emanzipatorisch auf eine Gesellschaft wirken kann, findet keine Anerkennung in der Gesellschaft und gleichermaßen gibt es auch keine, ziehen eben die Attentate, die Sie eben angesprochen haben, auch nicht nach sich, dass es irgendwie eine öffentliche Debatte über Frauenfeindlichkeit oder Antifeminismus gibt. Also ich fand das sehr interessant in der Berichterstattung jetzt über das Attentat in Halle. Also wurde ja durchaus von dem Manifest des Attentäters seiner Ideologie berichtet. Und im Fließtext, also in dem Fließtext der Artikel, fand sich dann auch seine Hasstirade auf den Feminismus, neben Antisemitismus, neben Islamophobie. Das wurde alles ganz ordentlich meiner Ansicht nach oder meiner Wahrnehmung nach dokumentiert. Aber das, was in den Überschriften skandalisiert wurde, war Antisemitismus. Und zwar ohne die Verbindung. Jetzt ist es natürlich total, also ich möchte, um Missverständnissen vorzubeugen, es ist total richtig, diesen Antisemitismus absolut zu skandalisieren. Da ist alles richtig und wichtig dran. Nur das, was dabei rausgekippt ist, dass der Antisemitismus eben nicht alleine kommt, ja, sondern hoffähig gemacht wird über den Antifeminismus zum Beispiel, und auch über die Islamophobie, die natürlich in der bürgerlichen Mitte ganz klar verankert sind. Und zwar deutlich mehr als Antisemitismus. Wir hatten im Voraus zu diesem feministischen Radiotag ein Gespräch mit Leuten, die das mitorganisieren. Und ich habe die dann gefragt, wie sie eigentlich damit umgehen, dass Feminismus als Label
verwendet wird. Also es sozusagen jeglicher Gefährlichkeit dem genommen wird, indem zum Beispiel große Bekleidungs-, also H&M als zum Beispiel Modegeschäft T-Shirts druckt mit I'm a feminist too und so weiter und man sich so Socken anziehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das sozusagen einhergeht. Also es wird mehr zu was, wo man Aufkleber produziert für, aber nicht über das man Artikel schreibt, die oder einen Diskurs anstößt, der ernst genommen wird. Das geht vielleicht zusammen auch. Ich kann Ihnen da in Teilen natürlich zustimmen, aber nicht ganz. Ich finde es eigentlich eine positive Entwicklung, dass Feminismus jetzt also auch in der Populärkultur positiv aufgeladen wird. In den 90er Jahren war das wirklich das F-Wort. Also die Abwertung von Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnet haben, Männer gab es so gut wie nicht in der Öffentlichkeit, die sich als Feministen bezeichnet haben, war unmittelbar und massiv. Und also wenn das jetzt mit Glamour aufgeladen wird und sei es nur einem nur so ein bisschen kapitalistischen Goldstaub, dann lässt das, glaube ich, immer noch mehr Luft, tatsächlich feministische Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen, als diese totale Abwertung, die wir in den 90er Jahren noch hatten. Also Sie haben natürlich recht, hier findet eine kapitalistische Aneignung statt. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt ist es eine etwas positive Entwicklung. Denn, also wenn Sie sich jetzt angucken, wir haben ja gerade jetzt auch die Situation, dass das Sexualstrafrecht ist reformiert worden, Paragraph 177, natürlich nur mit einer Riesenportion Rassismus im Anschluss an die Silvesterereignisse in Köln. Trotzdem ist das eine relative Verbesserung für die Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt. Wir haben jetzt im öffentlichen Diskurs die Auseinandersetzung mit den sogenannten Femiziden, mit den Morden an Frauen, insbesondere an Ex-Partnerinnen, also wo einfach deutlich wird, wie tief strukturell die Gewalt gegen Frauen, die Legitimation der Gewalt gegen Frauen auch in unserem Rechtssystem verankert ist, warum eben diese Morde, dazu schreibt gerade heute in der Süddeutschen Zeitung die Vorständin des Deutschen Juristinnenbunds, warum eben der Mord an einer ehemaligen Partnerin nicht als Mord gehandelt wird, sondern nur als Totschlag. Und da ist eben die Gesetzesbegründung, das fand ich wirklich irre, dass man nicht grundsätzlich von einer niederträchtigen Gesinnung ausgehen kann bei einem Mord an einer Ex-Partnerin, sondern man von Totschlag sprechen muss, weil der Mann sich ja selber etwas beraubt, das er nicht verlieren möchte. Also der Täter sich ja selber etwas beraubt, das er nicht verlieren möchte. Und deswegen ist es nicht zulässig oder ist es rechtlich nicht gegeben, dass man hier von einer niederträchtigen Gesinnung spricht und damit von Mord. Das muss man sich mal vorstellen. Und das wird aber jetzt besprechbar. Und darin liegt eine Chance, weil vorher wussten wir das ja gar. Also wussten das sicherlich Juristinnen. Aber ich wusste es beispielsweise nicht und ich denke mal, viele andere wahrscheinlich auch nicht. Wie tief das verankert ist. Und das können wir jetzt anfangen von der Luxussteuer auf Hygieneartikel, Tampons, bis halt hin zu der Tatsache, dass der Mord an einer Partnerin eben nicht als Mord gehandelt wird, sondern bestenfalls als Totschlag. Ich arbeite gerade mit einer Frau zusammen, die aus Ägypten kommt. Und wir hatten ein sehr langes Gespräch, in dem sie mir, also das erste Mal jemanden getroffen habe, der aus dieser Gesellschaft kommt und sie mir eben dargestellt hat, was das bedeutet, da als Frau aufzuwachsen und mir sozusagen geschildert hat, was für eine breite Zustimmung, Übergriffe, ja, sexuelle Übergriffe in der Öffentlichkeit, das heißt tagsüber in aller Öffentlichkeit auch erfahren. Und dann sind wir darauf gekommen, dass dort auch ähnliche Erzählweisen jetzt aber bestehen für dieses Bild des Mannes in der Krise. Sie meint, weil ich sie gefragt habe, wie das denn kommt, dass das jetzt, sie meint auch, das wird jetzt gerade immer schlimmer oder so seit 10 Jahren immer schlimmer. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denkt, woher das kommt. Und dann hat sie gesagt, dass es eben auch so Filme gibt, die sozusagen den armen jungen Mann, der sich dann heldenhaft nach oben kämpft, also genau dieselben Erzähllinien hat. Mhm. Das fand ich unglaublich. Also, dass das auch, das ist ja wirklich eine andere Gesellschaft, die ganz
anders und auf der anderen Seite gar nicht so anders geprägt ist offenbar, dass da dieselben Erzählmuster bestehen oder das ist aus dem Gespräch genommen, das ist natürlich jetzt keine Studie, aber das fand ich schon alarmierend, ja, auch einfach. Ja, aber das ist ja auch, also normalerweise ist es ja immer so, dass wir eben in den Nahen Osten oder auf den Nahen Osten gucken und sagen, so, da ist aber die Gewalt gegen Frauen epidemisch, was auch stimmt. Und bei uns ist ja, also bei uns, naja, nicht alles tipptopp, aber im Grundsatz schon in Ordnung. Und ich denke, das, was wir jetzt eben sehen, auch mit dem Hass und dem der sich jetzt etwa auf so jemand wie Greta Thunberg richtet, der ist ja zutiefst frauenfeindlich, und das sind eben überhaupt nicht nur die Rechten oder Rechtsradikalen, die sich jetzt über diese 16-jährige Aktivistin auslassen und Morddrohungen aussprechen, sondern man hat ja diesen Hass auch im sogenannten progressiven Milieu. Und da zeigt sich halt, wie tief verankert die Idee ist, dass der ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch sagen muss, oder ich hoffe, ich muss es irgendwann nicht mehr sagen, aber der weiße Heteromann, der eben seine Identität auf der Unterordnung von Frauen und übrigens auch auf der Unterordnung von Menschen, denen er einen Migrationshintergrund zuspricht, aufbaut. Und wenn diese Abwertungskaskaden nicht mehr genau so laufen, wie das eingeübt wird oder eingeübt wurde über Jahrhunderte, dann gerät er in die Krise. Und dann wird er aber auch gewalttätig. Und das ist das, was wir jetzt eben auch sehen. Also ich meine, dieser Hass, der sich im Netz entlädt, die massive Gewalt, die sich jetzt gegen Frauen, insbesondere wenn sie Kopftuch tragen, wenn sie im Rollstuhl sitzen oder eben andere offensichtliche körperlichen Behinderungen haben, entlädt und eben keine Strafverfolgung nach sich zieht, zeigt, wie wenig emanzipiert diese deutsche Gesellschaft ist, die ja von sich immer annimmt, dass sie aber schon ganz schön weit wäre. Und dass also vielleicht trotzdem die Ambivalenz hier auch eingetragen, und trotzdem haben wir so viele feministische Stimmen und tatsächlich feministische Stimmen in der Öffentlichkeit wie wahrscheinlich nie zuvor. Aber darin müssen eben auch sozusagen die weißen Heteromänner, die müssen auch Lesekreise bilden. Also manchmal denke ich das so ganz polemisch einfach, weil diese Arbeit eben tatsächlich von Menschen gemacht wird, die oft weiblich sozialisiert wurden. Und das ist jetzt so eine Erfahrungsargumentation, aber dann kommt man sozusagen mit Menschen ins Gespräch, die männlich sozialisiert wurden, die haben von nichts eine Ahnung. Und ich bin dann manchmal richtig ärgerlich und denke, ja, aber das... Also euer Leiden müsst ihr doch auch mal einen Blick nehmen auf eine Art und Weise, die irgendwie emanzipatorisch ist. Aber da sprechen Sie was Wichtiges an, diese Unwissenheit, ja. Und wenn Sie sagen Lesekreise, ja klar. Allerdings glaube ich, ist ganz wichtig zu verstehen, noch zu thematisieren, dass diese Unwissenheit nicht unschuldig ist. Immer noch nicht zu wissen, in welcher gewalttätigen, also wie gewalttätig die traditionelle sozialisierte Männlichkeit ist, verlangt eine tägliche Abwehr von Wissen, das längst produziert, dokumentiert ist, über die verschiedensten Geschichten erzählt wird. Das Gleiche übrigens haben wir auch in Bezug auf Rassismus. Bis heute kennen weiße Leute, und ich muss mich da leider mit einschließen, nicht die einschlägigen Rassismuswerke oder Auseinandersetzungen mit Rassismus. Können Audre Lorde nicht genauso flüssig zitieren wie Simone de Beauvoir, um jetzt mal in unserem feministischen Kontext zu bleiben. Also, und auch da ist das Unwissen nicht unschuldig. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Wissensproduktion tatsächlich angeregt wird und dass es auch peinlich ist, das nicht zu wissen. Ja? Also so genauso wie ich mir wünsche, dass es Männern einfach mal peinlich ist, Simone de Beauvoir nicht zu kennen, muss es aber dann auch für Feministinnen peinlich werden, nicht Audre Lorde, ich nenne jetzt nur zum Beispiel, ja, also es gibt natürlich tausend andere, aber ich hänge jetzt gerade an den beiden Beispielen, nicht einordnen zu können. Und dabei spielen aber auch Institutionen eine große Rolle. Und ich arbeite ja nun in der Heinrich-Böll-Stiftung und habe auch mit vielen anderen Institutionen zu tun. Und da muss man eben auch sehen,
dass in diesen größeren, also sich auch menschenrechtsorientiert arbeitenden Institutionen das Wissen über Feminismus, das Wissen über den strukturellen Rassismus überhaupt noch nicht ausreichend ist. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt, dass solange sich so große auch Bildungseinrichtungen sich an dieser Wissensproduktion nicht ausreichend beteiligen und auch an der Wissensverteilung nicht ausreichend beteiligen, wird sich auch gesellschaftlich nichts tun. Da können wir uns wie immer über den Einzelnen aufregen, aber wenn man halt im Außenministerium, wo jetzt angeblich ja die feministische Außenpolitik interessiert, von den Schweden zur Kenntnis genommen wird und man sich auch im eigenen Haus überlegt, was könnte man machen, aber eben 90% der Mitarbeitenden von Gender reden, obwohl man ja ab und an im Auswärtigen Amt durchaus Englisch spricht, dann zeigt das einfach, dass es hier riesige Blockaden gibt und die müssen strukturell aufgelöst werden.